Ja, hallo, der Micha von Mika News. Heute gibt's mal interessante Neuheiten und zwar aus Japan von der 62. Model- und Hobby-Show. Und nach dem Intro erfahrt ihr mehr. Ja, interessante Neuheiten gibt es in diesem Jahr von der Hobby-Show in Japan. Und zwar von Tamiya zuerst. Also ich werde wahrscheinlich noch ein Video machen über Kyosho. Die haben auch ein paar interessante Sachen dabei. Also bleibt auf jeden Fall dran. Hier im Bild seht ihr die 1 zu 48 Lockheed Martin F-35C Lightning 2 61127 ist die Artikelnummer. Ich werde mich jetzt hier mal durchscrollen und alles durchgehen, was es zu sehen gibt. Dankeschön, Tamiya Blog, die paar Bilder online gestellt haben auf ihrer Webseite. So, man sieht ein paar schöne Details. Hier seht ihr den Bausatz. Ja, natürlich ein Plastikbausatz, den müsst ihr noch zusammenbauen. Also, was für echte Sammler, beziehungsweise wenn ihr euer eigenes Diorama erstellen möchtet. Da hat man die Teile hier mal schön im Überblick. F-35C Lightning II. Und so kommt der Baukasten mit einem schönen Bild drauf von Tamiya. So, dann gibt es neue Farben. Seht ihr hier LP-85 und LP-84. Und ein Spray für Aircrush AS-33 gibt es auch neu. So, dann sehen wir hier ein paar Scale-Fahrzeuge. Das müsste der 1 zu 24 Porsche 911 sein, GT3 RS 992 24370 ist die Artikelnummer. Hier auch wieder Plastikbausatz, müsst ihr selbst zusammenbauen. Ihr könnt ihn auch selbst lackieren. Hier die Fotos dazu. Sogar hier cool mit Innenausstattung ein bisschen. Ja, so sieht das ganze Teil von unten aus. Dann Farben wurden hier gezeigt: die TS45 und TS95, die X-18, XF. 16, 81, 716 ist die XF16, die X18, die 81, 518 und die TS45, 85, 045 oder die 85, 092 für die TS92. Wenn man jetzt mal zurückscrollt, das müsste genau passend hier die Farbe sein zum Porsche. So, dann gehen wir hier weiter. Was habe ich noch auf meinem Zettel? Ein German Panzer gibt es noch. Mal sehen, ob der jetzt auch bald kommt. Hier seht ihr noch ein paar Bilder von dem Porsche-Fahrzeug. Dann noch eine Übersicht von dem Stand. Und hier haben wir den 1 zu 35 German Panzer 1 Ausführung B 35388 als Artikelnummer. Na, ist doch auch mal was Interessantes für die Fans. Für den skelischen Modellbau. Dafür auch die Farben wie TS04, 85004, XF63, 81763, die XF84, 81784 und 785 ist die XF85. Sorry, dass ich kein Japanisch kann, dann würde ich euch noch das, was dahinter steht, auch noch irgendwie nennen können, aber auch die Nummer sein. So, dann sehen wir hier den ganzen Rohbau. Und hier haben wir den CRX Pro. Bell Late Sport XR-X Pro. Hier mal die Chorbogen. Das ist der Mugen. Mal sehen, ob ich den hier irgendwie auf der Liste finde. Im Augenblick noch nicht, aber wir schauen uns das hier an. Könnt ihr den hier sehen?
Sehen, ob wir was hier erkennen können. Ich sehe jetzt gerade aktuell da nichts. Danach kommt der Porsche 911 Carrera. RSR 2.8. Das ist das Fahrzeug, das mal angekündigt war, müsste eigentlich jetzt schon lieferbar sein, und zwar auf dem BT01-Chassis, die Karosserie. Ihr kennt sicher das BT01-Chassis, das ist ja umbaubar, Fronttriebler oder Hecktriebler. Ich habe es eigentlich mal hier gehabt, um die Ecke. Ich gehe mal kurz hoch. So, da haben wir das gute Stück hier mit der Supra-Karosserie. Und das ist praktisch dieses Chassis, um das es geht. Und wir haben den Porsche, so wie hier den Supra, der würde quasi auf Heck umgebaut sein oder sollte auf Heck umgebaut sein. Warum auf Heck? Ja, Porsche sind ja Hecktriebler-Autos. Ja, so sieht das BT01-Chassis darunter aus. Also sprich, das bekommt ihr als Hecktriebler, beziehungsweise ihr könnt es dann auch umbauen als ja Fronttriebler, falls ihr in die Verlegenheit kommt, mal eine andere Karosserie zu kaufen. Aber jetzt als Bausatz mit der Porsche Karosserie. Dann Celica GT4 auf einem TT02 Chassis 58743. Ich glaube, das hatte ich auch schon vorgestellt. Dann der Toyota Celica GT4 ST205. Wie gesagt, TT02 Chassis. Ihr seht ja das darunter. Und für das TT02 Chassis, ihr wisst es, unendlich viele Tuningteile, Ersatzteile. Ihr könnt es im Tamiya Cup einsetzen. In den jeweiligen Klassen natürlich nur das einsetzen, was ihr auch nur fahren dürft nach dem Reglement. Also das aktuelle Reglement für 24/25 ist ja schon draußen, also online zu finden. Und nächstes Jahr, erstes Augustwochenende, geht's dann weiter beim Cup. Ja, Fahrzeug ist hier abgebildet mit den vielen Tuningteilen, die halt möglich sind zu verbauen. Dann haben wir hier den Hornet Evo 58742, ist die Artikelnummer, 1:10er Buggy, ja, aus dem Jahr 84. Chassis, sag ich mal, Details werde ich jetzt nicht nennen. Da sind bereits viele Sachen ja bekannt von dem Fahrzeug und wird auch die nächste Zeit online gestellt. Ist ein Hecktriebler-Auto. Motor ist hinten von der Einzelradaufhängung, hinten Einzelradaufhängung, Wandchassis. Also das typische Tamiya-Fahrzeug. Hier seht ihr das nochmal. Hinten ist der Motor, Stoßdämpfer, Wandchassis und Regler in der Mitte. Wie das kommt, welcher Preis, wird noch bekannt gegeben. Hier seht ihr das Fahrzeug mit ein paar Option-Teile. Klar, logisch, wenn ihr andere Reifen drauf macht, wenn ihr andere Dämpfer reinbaut, ein bisschen Tuning reinmacht, wird es natürlich ein stärkerer Motor, da muss natürlich das Getriebe auch halten und. Dann kann man das natürlich schneller machen, aber die Dämpfer bringen schon mal ein besseres Fahrverhalten, ja, als wenn man halt normale Dämpfer drinne hat. Also für Fans, für Bastelfans, für Liebhaber gibt es da eine Menge Zubehör. Und das Fahrzeug, wie ihr hier seht, kommt als Bausatz, nicht als Air-to-Air-Fahrzeug. Also ihr müsst es echt noch selber zusammenbauen. Hier seht ihr mal ein Bild, wie das Ganze aussieht im Detail, beziehungsweise halt auch mal so in den Baugruppen. Karosserie hier, sollte es eigentlich auch einzeln geben, die könnt ihr dann selber lackieren. Ich gehe mal kurz zurück, gucken wir uns die Karosse an. Sollte eigentlich die gewesen sein, muss man ausschneiden. Und dementsprechend dann auch lackieren nach der Farbe, die man möchte. Hier ein Blick auf die Vorderachse, Doppelquerlenker, Achse, Lenkservo vorne, ganz normales 2WD-Fahrzeug, der Hornet Evo. Hecktriebler sieht man hier ganz gut. Im Prinzip ist vieles bei, ihr braucht halt bloß die Elektronik, Akku, Ladegerät, Farbe, Werkzeug. Los geht's, auf die Piste. Enos X-Prime GP Supra gibt es auch. Als Basis ist natürlich wieder drunter das TT02 Chassis. Im Moment ist vieles
was Tamiya auf den Markt bringt, TT02-Chassis, selten noch ein TT01, das vielleicht mal, wenn die Truck nochmal rauskommt, würde ich mir übrigens auch mal wünschen, wieder vielleicht so eine schicke Truck-Karosserie für das. Ach, Bestellnummer ist die 47514. Auch wieder Bilder von TT02 und hier mal die Bilder TT02, BT01 im Vergleich. Allradauto, Front- oder Hecktriebler. Könnt ihr wählen, was ihr gerne möchtet. Nur eins gesagt, wer Rennen mitfahren möchte, der muss dann wirklich Clubmeisterschaften schauen, ob er das BT01 fahren kann, weil Tamiya Eurocup zum Beispiel nur TT02, da ist das BT01 noch nicht erlaubt. Dann kommen wir hier zum Porsche 956. Gab ja schon Bilder, 47508 ist die Artikelnummer, gab ja schon mal Bilder dazu. Ist ein Pencar, Maßstab 1:10. Hinterachse müsste mit Kugeldifferenzial sein, Motor ist hinten, also hinten hat man ein Powerboard, dann vorne ein Wandchassis, Mitteldämpfer, Vorderachse, Kingpin. Und dann ist das ganz normal gefedert. So, wenn ich das Bild sehe, sind hier Muskelgummireifen mit bei. Mal schauen, ob das wirklich so sein sollte. Und ganz normal Regler und beziehungsweise so ein Standardmotor könnte im Set mit drinne sein. Ist ja bei Tamiya typisch. Übrigens gibt es schon bei vielen Geschäften das Fahrzeug auf Vorbestellung. Also Preis und so steht ja auch schon fest. Hier sieht man das nochmal und ihr seht auch nochmal die Muskelgummireifen im Bild. Karosse kann man natürlich lackieren, wie man will. Ich glaube, die ist nicht lackiert, original. Aber dafür gibt es einen Dekorbogen dabei. Also dazu. Hier sehen wir es. Natürlich auch ein Bausatz. Hier ist der Dekorbogen übrigens. Na, also doch einer bei. Ihr müsst natürlich zusammenbauen. Also typisch Tamiya, Fernsteuerung, Ladegerät, Akku, Farbe. Und dann kann es erst losgehen. Also es ist kein R2R, wie es bei anderen ist. Dann kommen wir hier zum Scania. 770S 8x4 Gunmetal Edition 56376. Coole Sache. 8x4 bedeutet 8 Räder und 2 Achsen sind angetrieben. Bloß mal dazu. Da kann man natürlich ausstatten. Tamiya hat Elektronik dazu, also sprich einen passenden Sender. Gibt es zum Beispiel von Carson. Dann gibt es dieses MFT. 1003 Modul, kann man im Prinzip Licht und alles und Hupe damit ausstatten. Mit dem, also für den LKW gibt es ja auch eine Euro-Version, also genau typisch für diese Euro-Modelle. Ihr seht da, oben für Licht vorbereitet, also man kann da einiges rausholen, beziehungsweise halt auch im Zubehör finden. Da hinten eine Fahrerfigur, die sollte glaube ich mit bei sein, war ja beim letzten auch schon zu sehen. Scania. Beziehungsweise, ich kann ja mal ein Video verlinken, beziehungsweise auf meiner Webseite habe ich ja auch mal so ein Auto vorgestellt. Also nicht so ein Auto, so ein LKW. So, interessant ist hier, vielleicht hier, mal sehen, dieser Anhänger. Mal sehen, ob der kommt. Und hier im kleinen Bild seht ihr die MFC03. Genau, mal sehen, vielleicht gibt es diesen Trailer noch mit dazu. Zumindest später. So, Sattelschütte, wenn ihr auch die, könnt ihr auch auskuppeln, also sprich den Trailer anhängen und abkuppeln. Das geht auch elektrisch oder elektronisch und dafür gibt es auch das passende Set bei Tamiya. Ah, sehr schönes Modell. Wie gesagt, dieses ist lackiert in Gunmetallic. Ja, das wollte ich euch sagen. Neuheiten. Es gibt noch welche für Mini 4WD. Die sind jetzt hier nicht mit bei gewesen. Da gibt es verschiedene Karosserien, Low-Friction-Diameter, Reifen, Grasshopper-Chassis, Mini 4WD, Santa Claus, aber da haben wir noch keine Bilder, konnte ich noch keine Bilder finden, sehen hier im Internet. Die werden sicher die nächsten Tage noch nachgereicht. Ja, das war mal ein kurzer Überblick über die Neuheiten von Tamiya, die auf der Messe in Japan vorgestellt wurden. Es sind nicht alles Neuheiten. Manche Sachen wie der Grasshopper, der LKW, die waren ja schon bekannt. Genauso der Porsche. Aber mal einen Überblick habt ihr jetzt von mir bekommen.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert gerne den Kanal und bis zum nächsten Mal. Euer Micah.